yeah, Elektroschrott. Ich zeige euch ja immer ganz gerne, wie ihr irgendwas machen könnt. Heute zeige ich mal nicht unbedingt, wie ihr was Vernünftiges machen könnt, sondern wie ihr das Labor, in dem ihr es macht, so aufwerten könnt, dass das wunderbar funktioniert. Ich sage es gleich, ich habe die nachfolgenden Aufnahmen an diversesten Tagen zusammengeschnitten. Das ist nicht unbedingt alles konsistent. Ist egal. Ich zeige ja, was passiert, was ich gemacht habe, und ich denke, das ist insgesamt ganz interessant. Ich möchte mich jetzt mal um eine Sache kümmern, die bei dieser Platinenätzerei prinzipbedingt problematisch ist, sage ich mal. Nämlich, wir sehen jetzt hier eine Platine, die habe ich heute gemacht. Und hier oben am Rand, da sieht man, da ist so Kupfer, das da eigentlich nicht hingehört. Ich meine, das tut nicht weh, aber es sieht halt nicht hübsch aus. Und hier am Rand, ja, sieht man jetzt auf der Kamera nicht ganz so gut, aber hier ist auch noch so ein Streifen. Ja, wovon kommt das? Das kommt daher, wie diese Platinen beim Ätzen in dem Ätzgerät eingebracht werden, weil dafür ist da so ein Halter, ne, ich gehe hier mal ein Stück raus, das ist so ein Halter, der wird in dem Ätzgerät halt eingespannt, beziehungsweise der wird da reingehängt, und die Platinen, die werden für den Vorgang hier unten in dem Halter eingespannt. Jetzt ist es natürlich klar, da wo hier dieses Plastik davor ist, hat man natürlich weniger Kontakt mit der Ätzflüssigkeit. Ja, und dadurch gibt es halt das Problem, dass an den Stellen halt solche Ränder übrig bleiben können. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich hier mehr Ätzflüssigkeit hin, damit ich dieses Problem nicht habe. Und dazu habe ich so eine Idee, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Als Werkzeug kommt das hier da rein. Das ist ein Fresskopf mit ungefähr, ich würde mal sagen, so 3 mm Durchmesser. Und damit mache ich jetzt nämlich Folgendes. Ich habe hier diese Teile, die dazu dieser Ätzvorrichtung dazugehören. Und ich werde hier der Länge nach so kleine Rillen reinfräsen gewissermaßen. Damit ich dann hinterher hier so ein Sägezahnmuster kriege, wo halt einfach durch diese Sägezahnteile die Ätzflüssigkeit besser da reinkommt. Schauen wir mal. Selbstverständlich, Bohrmaschine auf geringste Drehzahl eingestellt, 5000 Umdrehungen. Plastik schmilzt, wenn man das zu schnell macht. Insofern immer so ein bisschen gechillt bleiben dabei. Es wird auf jeden Fall eine ziemliche Arbeit, weil es ist jetzt hier alles noch gratis. Das nächste, was ich machen muss, ist das ein bisschen entfernen. Bin sehr, sehr gespannt, ob sich das dann rentiert. Das ist, glaube ich, genau das, was ich brauche für mein Problem. Aber es ist jetzt einiges an Arbeit, und ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So sieht das jetzt aus mit der Fräslösung und dem anschließenden Bereinigen der Grate. Ist einigermaßen okay. Es ist jetzt noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, müsste aber funktionieren. Was ich jetzt mal probieren möchte, einfach nur, damit ich es probiert habe und nicht sagen muss, ich hätte irgendwas vergessen, das ist, dass ich hier diese Dreikantpfeile nehme und jetzt einfach mal schaue, wie gut das funktioniert, wenn ich das gleich mit der Pfeile mache. Das Ergebnis sieht sehr sauber aus. Ich schätze, da habe ich auch mit dem Versäubern weniger Stress. Den zweiten, den werde ich mit der Technik machen. Hier, es sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Ja, ich habe es jetzt fertig, und also es hält immer noch genauso gut wie vorher. Aber es ist ganz offensichtlich, dass wir hier unten jetzt, während es vorher einfach zu war an dieser Stelle, wir so ungefähr, was weiß ich, 50% Durchlässigkeit haben. Ja, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich meine, wie viel es bringt, werde ich erst sehen, wenn ich es ausprobiere. Kleiner Tipp noch beim Entgraten. Man kommt nicht drum rum, dass man einmal mit einer Feile so ein bisschen durch muss, aber da bleibt immer noch Gefrickel hängen, und das rauszukriegen ist natürlich gar nicht so einfach. Aber ein heißer Tipp, wie ihr das geil hinbekommt, ist, ihr nehmt so eine handelsübliche Nagelbürste und geht da mal ein paar Mal mit drüber. Zahnbürste wird wahrscheinlich auch funktionieren. Da bleibt auch eine Menge bei hängen, da wird das gleich deutlich viel sauberer als ohne. Ja, nur mal so gesagt. Die Platine hier ist jetzt gerade frisch aus dem Ätzbad gekommen, und die ist schlicht und einfach, also die ist perfekt. Die ist sehr, sehr schön geworden. Und man sieht, dass beide Hacks was gebracht haben. Ich demonstrierte das mal an kaputten alten Platten, die ich dann weggeschmissen habe. Die eine, das hier war eine meiner allerersten Platinen, die ich gemacht habe. Und was man hier sieht, das ist, dass hier ein Streifen Kupfer übrig geblieben ist. Das kommt von diesen Haltern aus dem Ätzbad. Ja, da sieht man also, dass mein Halter-Mod es durchaus gebracht hat. Nur da ist jetzt der Rahmen richtig sauber, alles perfekt, so wie man es haben will. Also das Halter-Mod funktioniert schon mal.
Die andere Sache war ein Problem, dass am äußersten Rand der Belichter nicht völlig dieselbe Lichtintensität bringt. Und da jetzt nun mal diese ganze Geschichte mit diesem Anlegen am Rand von den Maskenfilmen und so weiter darauf ausgelegt ist, dass man es am Rand anlegt, ist das natürlich ärgerlich, wenn man hier so eine Scheiße hat. Ja, ja, kann man nur umgehen, indem man seine Platinen in die Mitte vom Belichter legt. Aber wenn man sie in die Mitte vom Belichter legt, muss man sich was einfallen, damit die Maske nicht verrutscht. Also sage ich jetzt einfach mal, mein Maskenmod ist auch ein voller Erfolg. Dabei handelt es sich einfach nur um einen kleinen Rahmen, den ich mir geschnitzt habe. Also was heißt geschnitzt? Dekupiersäge und Pfeile, sage ich mal. Den habe ich angefertigt aus der Rückwand von einem Ikea-Schrank, von einem alten. Also das ist so eine 2 mm dicke, ja, das ist irgendwas zwischen Spanplatte und Pappe. Lässt sich wunderbar verarbeiten. Da kann man sehr schön genau dann hinten die Masken aufkleben. Und dann kann man da seine Platinen einfach zum Belichten, zack, rein. Und hier dieses Teil ist, damit man sie leicht wieder rausnehmen kann. Funktioniert super. Einziges Problem mit diesem spezifischen Halter hier, der ist ja nicht sehr präzise, sage ich mal, weil Dekupiersäge und Pfeile kommst du nicht auf ein Zehntel Millimeter Genauigkeit. Da habe ich Paul schon mal gebeten, dass er mir mal im FabLab was lasert. Das wollte er auch machen, aber weil er noch nicht genau wusste, wann er dazu kommt, wollte ich schon mal einen Prototypen bauen, um zu gucken, ob es vernünftig funktioniert. Und ich sage einfach mal, ja, klappt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hack ist, aber wenn man sich das mal anschaut, ich habe mir hier in meinem IVA-Labor einen LED-Strip unter das Dach geklebt, sodass ich hier, ich zeige das mal aus der Entfernung, wie es ohne das aussieht, sodass ich hier Gelblicht habe. Jetzt mache ich mal die Leuchtstoffröhre an, genau, so sieht es mit normalem Licht aus. Damit, wenn ich mit fotosensitiven Materialien arbeite, also zum Beispiel mit diesem blöden Laminatzeug, dass ich hier eben Gelblicht habe und mir da die fotosensitiven Materialien nicht versaut werden. Also da hängt auch so ein Fatlight dran. Ich könnte das ohne weiteres jetzt über ein Handy mit Bluetooth steuern, aber eigentlich brauche ich nur Gelb. Und deswegen habe ich das so eingestellt, dass es beim Angehen auf Gelb geht und alles ist gut. Ja, so viel zu meinen kleinen Labor-Hacks. Was ich jetzt nicht mehr zeigen werde, ist, dass ich den Halter jetzt gleich mit dem Lötstopp-Laminat befeuere und dann kommt hier Lötstopp drauf und dann wird es verzinnt und den ganzen Kram, aber das braucht er jetzt nicht mehr zu sehen. Das ist langweilig. Ja? In diesem Sinne, Tschüssing.